Ein herzbewegender Tag. Lass mich noch einen letzten Aufruf machen. Darf ich das? Ich habe zu den Staatsanwälten und Richtern geredet, einen Aufruf. Ich möchte einen letzten Aufruf noch an die Christen richten, wenn ich das darf. Die schauen das dann auch irgendwann auf KlarTV oder AZK, wo auch immer. Wir Christen wurden irregelehrt durch die Übersetzung der Bibel. In der Offenbarung wurde schon vor 2000 Jahren all das, was wir heute gehört haben, klipp und klar niedergeschrieben. Ich gehe jetzt darauf nicht ein, in die Details von all diesen Dingen, die man auch Antichrist nennt, aber ich möchte einen Aufruf machen an die Christen. Wir haben in unseren Bibeln dieses Kapitel, Offenbarung 13, als Todesurteil übersetzt. Alles im Indikativ heißt es, es wird diese totale Kontrolle aufkommen, vor 2000 Jahren geschrieben, wo du nicht mehr kaufen, nicht mehr verkaufen kannst, wenn du nicht dich beugst unter dieses System, unter dieses 666. 6 ist übrigens, W ist die Zahl 6 im Hebräischen, www heißt 666. Also das ganze Geschehen hier unten wurde in der Bibel klipp und klar demonstriert, und dann ist alles, wurde so im Indikativ übersetzt, dass geschrieben steht, dieses Tier, dieses Monster, das hier aufkommt, das wird alle töten. Es wird alle töten, und die Christen haben darunter kapituliert. Das war für mich das schwarzeste Kapitel. Ich bin jetzt über 40 Jahre Christ. Ich habe die Bibel jedes Jahr einmal durchstudiert, also 40 Mal mindestens in meinem Leben. Und jedes Mal bei Kapitel 13 ist mir die Kraft auseinandergebrochen. Ich dachte, wir sind hoffnungslos verloren. Hier kommt ein System auf, das so grauenhaft ist. Und es steht, es wird alle töten. Ja? Es wird alle vernichten, die sich nicht hier unterordnen. Und das war das schärfste Urteil in der Bibel, wo Gott selber uns ausrichten lässt, wenn ihr hier nicht Widerstand leistet. Mit aller Energie kommt noch weit Schlimmeres dazu, dann kommt ihr unter Gerichte, unter Qualen unaussprechlicher Art. Das war das dunkelste Kapitel immer in meinem Leben. Ich übersetze die Bibel nun aus dem Griechischen, das heißt, ich nehme Wort für Wort, mache ich eine Analyse. Ich habe schon, ich weiß nicht, hunderte Seiten übersetzt, wo jeder Laie nachher jedes einzelne Wort aus dem griechischen Urtext nachprüfen kann. Ich habe herausgefunden, dass im Griechischen dort kein Indikativ steht, sondern ein Konjunktiv. Und das sage ich euch Christen als Aufruf, macht euch wieder auf die Beine, kapituliert nicht darunter, habt eure Hoffnung nicht darauf gesetzt, dass ihr dann irgendwie entrückt werdet, in den Himmel hochfliegt, um dieser Tragödie zu entgehen. Denn dort steht geschrieben, vom Griechischen her ist alles in Konjunktivform, dass dieses Tier, diese Totalkontrolle, diese neue Weltordnung, dass sie im Begriff ist, sie will es, sie gedenkt, alle umzubringen, die sich ihm nicht fügt. Alles im Konjunktiv, ja? Nicht im Indikativ. Das heißt nicht, ihr werdet sterben, sondern es beabsichtigt, dass alle getötet werden. Das ist ein Riesenunterschied, versteht ihr? Und dann ergibt es erst Sinn, dass Jesus uns dort warnt in der Offenbarung und sagt, leistet Widerstand bis zum Letzten. Würde gar keinen Sinn machen, wenn hier indikativ stehen würde, dass wir alle umkommen. Nein, dieselben Propheten, die das alles vorhergesagt haben, schon vor 2000 Jahren, haben das Potenzial geoffenbart, dass wir die Macht haben, das zu überwinden. Dass das ganze System, von dem wir heute gehört haben, dieses unglaubliche dämonische System, dass es unter unsere Füße gegeben wird. Es steht geschrieben durch dieselben Propheten, die das angekündigt haben, dass dieses Monster durch die Gewalt oder durch die Geistesgewalt der Gerechten zusammen mit den Heiligen, dass dieses Monster zusammenbrechen wird, dass es niedersinken wird, dass es seine Kraft verliert, wenn wir dagegen aufstehen. Versteht ihr das? Wir haben das Potenzial von denselben Propheten. Ja? Das wäre ein ganzer Studietag, nur über das zu referieren, aber ich möchte euch auffordern, alle Christen, jetzt Finger aus dem Arsch, wirklich, macht euch auf die Beine, verzichtet auf den Himmel, verzichtet auf eure Ego-Versöhnung, auf eure persönliche Heilsgeschichte, wo ihr hofft, all dem zu entfliehen. Ihr werdet nicht entfliehen, aber wir müssen alle miteinander hier Hand anlegen, aufklären, was das Zeugs hält. Ja? Und wir haben die Zusage, wir werden dieses Tier überwinden. Seid ihr dabei? Amen, Amen, gut. So machen wir das.
Und das Letzte, was ich sagen möchte, das ist nicht allein der Christenauftrag, es ist unser gemeinsamer Auftrag. Wir haben heute hier Physiker, wir haben Wissenschaftler, wir haben in der ganzen ACK, seht, was alles da ist. Das sind Finanzfachleute, das sind Politiker, das sind aus den Religionen, aus Ideologien, aus allen Hintergründen, aus Bildung, Professoren, aus allen Ecken kommen sie. Die Verheißung, wir werden gewinnen, ist, wenn wir alle zusammen einen Körper bilden, einen Organismus, wo jeder mit seiner Fähigkeit reinschlägt. Das war jetzt wieder ein brillanter Schlusspunkt hier, wo mal ein Physiker seine Akzente setzt und dann kommt wieder der andere und setzt wieder andere Akzente und zusammen gibt es diesen Einbruch. Babylon fällt, Babylon fällt, Babylon fällt vor uns. Sagen wir das noch zum Schluss? Babylon fällt, Babylon fällt, Babylon fällt vor uns. Ja, Babylon fällt. Babylon fällt, Babylon fällt vor uns. Ja, Babylon fällt, Babylon fällt, Babylon fällt vor uns. Gut, Amen. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Ihr wart tapfer heute, ihr habt so viel mitgetragen. Jetzt, ich möchte für meinen Teil hier schließen. Ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden. Bitte seid noch ein bisschen geduldig, dass die letzten Anweisungen noch rüberkommen. Es kommt auch von Frank nochmal eine ganz wichtige Anweisung hinsichtlich des Impfbefehls. Er hat hier etwas ganz eminent Wichtiges, ein Blatt, das er euch noch vorstellt, ein Ausweg aus dem Impfzwang. Bleibt noch ein bisschen dran, aber ich meinerseits möchte mich verabschieden an dieser Stelle und danke euch für die Aufmerksamkeit, dass ihr hier wart. Und noch mehr danke ich euch, dass ihr rausgeht und das verbreitet. Bitte, ich flehe darum. Seid gesegnet, kommt gut nach Hause. Danke allen Referenten nochmal, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ihr auch in den Leinwänden dabei wart. Wir sehen uns wieder, ja? Wir lieben euch. Wir lieben euch. Wir lieben euch. Gut, dann habe ich, wie Ivo gesagt hat, schon noch eine gute Information. Ich habe das vom Gast auch und von euch, von jemandem zugesteckt bekommen. Da geht es um das Impfen. Und zwar, dass wir auch doch die Möglichkeit haben und nicht ganz so hilflos ausgesetzt sind dieser Impfpflicht. Und zwar ist das ein Schreiben, das man runterladen kann. Und zwar geht es darum, dass man da auf den Arzt, der die Impfung überreicht, zugeht und ihn bescheinigen lässt, dass die Impfung völlig ungefährlich ist und er für die Schäden, falls etwas passiert, vollumfänglich verantwortlich ist. Also dass er die Verantwortung übernehmen muss. Und vorher kann man sich nicht er soll das unterschreiben, ja oder nein. Und wenn er es nicht unterschreibt, dann auch keine Impfung. Ich sage mal, dass wir hier einfach auf ihn zugehen, der das verabreichen muss und etwas eine andere Stufe, aber es geht auch hier wie beim Mobilfunk um die Haftung, sage ich mal, wer haftet dann für den Schaden, wer kommt dann für den Schaden auf. Und das ist wirklich eine legale und wirksame Möglichkeit des Widerstands gegen den Impfzwang. Also ist herunterzuladen auf dem Internet aegis.at.